Hallo und willkommen zum nächsten Part von der neuen Aufnahme. Jo, von der neuen Aufnahme. Bester Grund, ey. Von der neuen Aufnahme-Session an 1800. Ja, ich habe jetzt die 5 Parts, 7 Parts waren es, glaube ich, mal aufgebraucht. Das hat wirklich für einen Monat gereicht. Irgendwie, wann ich aufgenommen habe, Ende März oder sowas, noch bevor das Semester angefangen hat. Wir befinden uns gerade mitten im Semesterbetrieb. Sprich, ich habe mir heute den Tag freigenommen gehabt. Ich habe noch was vergessen. Moment. Das hier nämlich. So, damit man an 1800 doch wieder normal sieht und nicht so mit einem Gelbfilter da drauf. Ja, und jetzt machen wir wieder ein bisschen Anno 1800, würde ich sagen, wieder so 2-3 Parts. Und danach werden wir weiter gucken, nicht wahr? Also, wir haben nur noch 13 Holz. Das ist schon mal nicht so schön. So, ach ja, hier Machete, genau. Ich glaube, ich kann sehen, dass ich zwischen den Parts hier Items verteilt habe. Ich habe keine Ahnung, schon mal das letzte Mal, aber wie gesagt, Mitte, Ende März. Wir wollen irgendwann in dieser Aufnahmesession einen Zoo bauen, weil wir da ordentlich Items haben. Aber zuerst einmal setzen wir, würde ich sagen, da war da nur noch das brauchen. Einmal kurz hier Nähmaschinen hin. Ich glaube, ich schmeiß die hier hin. 2 und mehr darf ich nicht hinsetzen. Cool, dann halt nicht. So, wie teuer sind denn die? Heilige Scheiße, 500. Das ist ordentlich, wie teuer die sind. Dafür kriege ich aber auch 13 Münzen, also von daher sollte das nicht das Problem sein. So, ach, ich habe kein Holz, nicht wahr? Das ist das Problem. Ich habe kein Holz. Jo, übrigens, falls ihr mir auf Instagram folgt, da habe ich heute was Schönes hochgeladen. Ein Merch, den ich bekommen habe. Könnt ihr euch da mal angucken. Wir gucken jetzt mal auf die Zeitung. Ist ganz lustig, ist so eine Corona-Verarsche. Genau, ich bin wegen Corona hier auch im Homeoffice und guck mir hier die Videos an, deshalb habe ich auch noch relativ Zeit. Aber naja, genau, so voll wie ich mir meinen Stundenplan lege, in der Uni habe ich nie Zeit. Auch egal. So, die Stadt wird hässlicher. So. Der hat mir, ich habe den noch eben schon nach Handel gefragt und der hat mir natürlich zu viel Geld gesagt. 90.000, wie ihr gesehen habt, ich hatte 85.000. Also, nein. So, Barbaren hat sich gehen lassen. So einer der vielen Besucher, die meinen, die Stadt habe ihren Reiz verloren. Reizeveranstalter kratzen sich am Kopf und meinen, irgendwas müssen wir tun können, damit die Drehkreuze sich wieder drehen. Es gibt keine anständigen Klotten und genau, das Feuer. So, Gasparovs Leuchtturm. Da muss ich runter. Ich danke. So, da lang muss ich. Einmal kurz hier schön in dem Modus durch die gesamte Inselwelt schuckern. So. Weiter geht's. Ich meine, er war irgendwo ganz unten. Halt. Jetzt muss ich ein bisschen ablenken, wie es aussieht. Ah, es sieht hier doch schon nach einer Insel aus. Ja, hier ist das Paarhof. Das sieht doch schön aus. So.
Sprenggeberparade. Ah. Schön, plus 5. In einem Akt schamlose Einwirkung hat Arthur Kasparov in einem Briefkasten im Pritz in der Stadt geschickt. Jo, läuft. Der macht erstmal kurz PR. Ja, genau, meine ich doch einmal durch die ganze Inselwelt. So, 300, 250, 240. Wusste ich auch nicht. Wusste ich, dass du so produktiv sein kannst. So, das Lager ist nämlich voll. Ich wusste gar nicht, dass ich so genau, das Lager ist voll mit 350. Heilige Scheiße, ey. Fünf Münzen. Cool, wir können schon fast. Ich sehe gerade, wir können sogar schon fast zu Ingenieuren auf. Ingenieure, glaube ich. Aufsteigen. Das ist cool. Das Bild und sowas haben wir zwar da jetzt schon längst gesehen, aber auch egal. Hey, dann steige ich über ein Jahr, nachdem ich das Spiel mir geholt habe, nachdem es rauskam, halt zur vierten Stufe auf. Und ihr seid live dabei. Yay! Wir steigen irgendwann zur vierten Stufe mal auf. Genau, Ingenieure. Genau. Und dann kommt Strom und Öl und die ganze Geschichte, glaube ich. Oh, wir haben minus 40 Bauern. Ist nicht gut. Mehr Bauern. Lol. So, dass die einfach hier hinten noch eine Verbindung haben. Das ist auch episch. So, immer noch. So, wollte ich hier mal einziehen? Ich dachte, ich hätte genau 43 Bauern zu wenig. Das heißt, hier ist exakt gar kein Bauer im Moment eingezogen. So, jetzt ziehen hier eher noch Bauern aus. Ist hier schon wieder irgendwo Pest? Ja, natürlich ist hier schon wieder irgendwo Pest. Es war sowas von klar, dass ich darüber wieder nicht informiert werde. So. Ach Leute, los! Ach ja, stimmt, im Moment ist hier keine Party. Im Moment sind es nur 6. Der tut sich noch ein bisschen schwer. Hier lang zu kommen. So, jetzt kommt er. Der von hier unten, der steht auch schon. Nee, da ist bisher nur einer ausgerückt. Cool. Die anderen beiden? Der heilt gerade und die sind in Bereitschaft. Ach so. Ist ja nicht so, dass die Pest hier extrem viel ausbricht. Überhaupt nicht. So, gleich habe ich wieder ein Plus, Minus 120 habe ich im Moment nur noch. Das ist doch gut. Unterschätze nie 13 Münzen pro Haus. Das kann schon ziemlich extrem sein. hier und da. Wir wollen ja auch die Pflasterstraßen richtig ziehen, nicht wahr? So, hier nochmal, hier nochmal, genau, und ja, in 2 Wochen, genau, in 2 Wochen Montag ist dann am 25. also ein erster Test von meinem Spiel, wo ich den dann da mich gemeldet habe, um den da freiwillig vorzulegen, um mir dann da Feedback abzuholen. Also das wird auch interessant. Was da dann bei rauskommen wird.
So, wir lassen hier noch mal ein paar Bauern hier hinten einziehen. Warum hat das Dorfzentrum noch bis hierhin Platz? Heilige Scheiße, ey. Es geht sogar noch bis fast über die Brücke, ey. Du Heilige, ey. Das ist extrem schon manchmal. Oh, da habe ich sogar zweimal drin. Das ist cool. So. Wie sieht's aus mit euren Nähmaschinen? Gut, 165 minus. Nee, die Pest ist immer noch da im Gange. Notfalls stufe ich halt noch ein paar Leute hoch. Ich habe über 1000 Arbeiter zu viel. Und da ich auch erstmal keine Sache hier mehr brauche, wir können ja gerade mal gucken, wie viele ich denn bräuchte. Ja, ach nee. Oh, 54 mehr. Schön. Naja, dann... Yay, meine Stadt ist attraktiver geworden. Yay. So. Genau. Ist doch super. So, ich habe immer noch 270 Stahl. Ach, Eisen brauchst du. Du brauchst Stahl. Gut, dann wird der Stahl hier jetzt geleert. Das Eisen wird hier jetzt auch geleert. Die Kohle ist noch leer. Die wird hier gerade nachgeliefert. Sehr gut. So. Dann könnt ihr hier mal ein bisschen was nachliefern. Beziehungsweise eigentlich auch nicht. Musste eigentlich auch nicht. Genau. Aber dafür kriegt ihr dann auch kein Geld mehr. Schön Kurzarbeiter. Schön Kurzarbeit. Das gab's zwar damals noch gar nicht, aber auch egal. Was haben die da eigentlich gemacht, wenn sie kein Geld mehr bekommen haben? Ich weiß es nicht. Man sollte Spiellogik manchmal nicht hinterfragen. Nein. Doch, das darf ich. Du darfst mir nicht einfach so Gasparov auf den Hals hetzen. So, der Zoo zieht hier nämlich auch nochmal 100 Unterhaltskosten. Das ist auch nicht gerade wenig. Wie sieht es eigentlich hier aus mit dem... mit denen? Ja, weiß ich. 424 werden hier, ne, minus 6, also 415. 415 werden hier wahrscheinlich erwartet. Sehr gut, das heißt, das rentiert sich. Kostet nämlich 300. Das ist doch gut, wenn sich der rentiert. So, und dann werden wir hier noch ein paar Leutchen hochstufen, würde ich sagen. Einfach nur, damit ich hier in den Fluss reinkomme. So, dann werden wir zum Ausgleich hier ein paar Arbeiter, ein paar Bauern hochstufen zu Arbeitern. Hier hinten wollen noch ein paar Bauern aufsteigen. So, danke sehr. Sehr gut. So, und jetzt habe ich wieder ein Plus. Ist das nicht toll? So schnell kann man sich ein Plus verschaffen. So, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir eine neue Weltfahrt. Ich kann mich schon mal darum kümmern, dass hier alles... Jo, hier sind schon direkt Oprieros, nicht mal. dass hier alles vorhanden ist. Sieht aber gut aus, muss ich sagen. So, und die Insel habe ich mir zum Glück auch rechtzeitig gesichert, dass ich hier jetzt ganz in Ruhe einfach darauf siedeln kann und mir nicht hier Sachen von der Resterampe nehmen muss. Oh, das sieht schön aus. Ja, darum würde ich sagen, kümmern wir uns zum nächsten Part. Dann machen wir nämlich den nächsten Part, neue Weltpart mit Rum und anderen Sache. Ich glaube, ich muss mein Flaggschiff bei Blake mit 50 Sekt
Cool, was willst du mit 50-6 bei Blake? Ich weiß es nicht, ich habe hier doch nur noch 42 und 6 bringt sogar was, meine ich. Das heißt, das sollte ich nicht verscherbeln. So, dann machen wir mal weiter. Das könnten wir nochmal 5 Minütchen so machen. Wir könnten uns vielleicht einen Platz für ein Museum aussuchen oder sowas. Oder wir könnten hier schon mal den... Ah, Jagdhütten. Ah, Jagdhütten brauche ich dafür. Dabei in 200 Handwerker. Gut, das heißt, ich muss hier eine gute für Handwerker hinsetzen. Genau. Und dann werden wir hier schon mal ein bisschen was für die Pelzmittel machen. Pelzmittel habe ich auch noch nie gebaut. Das kostet mich 500 Unterhaltskosten. Wie viel Münzen bringen denn die Pelzmäntel? 20, ach ja. Das ist doch was, aber dafür sind die Unterhaltskosten ja doch deutlich höher. So, sprich, wir müssen hier eine Handelsroute gerade mal von hier unten machen. Wo ich meine Pelze habe. Ein neuer Auftrag? Also machen wir es nochmal gerade und dann sind wir fertig für den heutigen Part. Yay, so, eine Handelsroute. Einmal von hier nach, nicht hier, sondern dort. Kannst einmal unten rumfahren. Schoner steht bereit. Wäre ganz cool, wenn du unten rumfährst. So, und auf dem Rückweg fährst du dann oben rum. So. Sehr gut. So, Hinweg oben rum, Rückweg unten rum. Perfekt. Pelze und noch mehr Pelze. Wir müssen natürlich erst nur eine Sache mitnehmen. Fracht entsorgen. Aktiv hatte das Schiff, bis alle befohlenen Löschungen für diesen halt durchgeführt wurden. Okay, lol. Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal an, so. So, danke sehr für die Jagd. Oder die Fellerroute. Fellerroute. So, Fellerroute. Danke sehr. Genau. Schon unterwegs. So, sehr gut. Hier kommt die Paprika vorbei. Wie sieht das eigentlich mit Expedition aus? Na, alle zwei Totenköpfe, das ist nicht gut. Dann, ja, genau, sollten wir da halt, wie gesagt, bis Ingenieure mit warten. Gut. Dann müssen wir hier allerdings auch noch die Pilze wieder anschmeißen. In diesem Moment macht ihr bitte weiter. Genau. Es sind 200, die da drin arbeiten, nicht wahr? Dann machen wir weiter. Genau. Sprich, wir können hier nicht viel machen, nicht wahr? Da arbeiten genau 50 drin in so einer Metzgerei. Oh, das ist lustig. Dann können wir ja hier nochmal eine Metzgerei hinstellen. Für den Fall, dass die hier gerne auch ein bisschen Wurst haben wollen würden, aber die wollen hier ja keine Wurst, das sind hier sowieso alles Bauern, nicht wahr? Genau. Keine Ahnung, was ich hier mit den 50 Arbeitern anfangen soll. Ich könnte hier ein bisschen Lehm produzieren, aber da arbeiten schon 50 Leute drin. Dafür brauche ich 75. Dann könnte ich hier... Ich kann ja nicht mal Lehm produzieren. Ich habe hier nicht mal Lehmgrube. Das ist hier gerade das Lustige daran. Ich habe hier gar keine Lehmgrube.
Gut, dann würde ich sagen, die 20 Minuten sind rum und im nächsten Part kümmern wir uns dann um die neue Welt. Und dann würde ich sagen, im dritten basteln wir dann den Zoo hier. Also, bis zum nächsten Part und tschüssi!